Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs, und zwar dieses Mal zu einem Part 2. Und zwar geht es heute um die Burn Lock in Pokémon Platin, die gerade am Laufen ist. Und für die Leute, die nicht wissen, was das ist, beziehungsweise die den ersten Part vielleicht verpasst haben, für die werde ich nochmal die Regeln zusammenfassen. Ich würde aber dennoch empfehlen, erstmal Part 1 zu schauen, weil da schon einiges Cooles passiert ist. Es gelten zunächst mal die ganz normalen Nuzlocke-Regeln, das bedeutet, ich darf pro Gebiet ein Pokémon fangen, wenn ein Pokémon sterben sollte, ist es für immer verloren und wenn ich Game Over gehe, ist der Run zu Ende. Und zudem sind Cheese-Pokémon wie beispielsweise Hoenn genau verboten und Legis zum Beispiel darf ich auch nicht benutzen und natürlich auch keine Items in Kämpfen etc. Ihr kennt es ja von meinen Runs mittlerweile. Die Burn-Lock-Regel gibt dem Ganzen aber nochmal einen kleinen Twist bzw. macht den Run deutlich anspruchsvoller und die lautet folgendermaßen. All meine Pokémon müssen zu jedem Zeitpunkt das Item Heißorb tragen, was sie nach einer Runde im Kampf verbrennt. Und das zerstört natürlich den physischen Angriff von praktisch allen Pokémon, der nämlich dadurch halbiert wird. Und ich bekomme jede Runde unglaublich viel Burn-Schaden. Das ist eine sehr große Einschränkung und andere wichtige tragbare Items wie Beeren zum Beispiel kann ich dann natürlich auch nicht nutzen. Die Meta ist es also bei dem Run, irgendwelche Feuer-Pokémon zu spielen, die nicht brennen können, oder so Sachen wie beispielsweise Magieschild-Pixie, was halt keinen Burn-Schaden bekommt aufgrund seiner Fähigkeit. Und ansonsten sollte man halt spezielle Angreifer spielen zum Beispiel, deren Angriff zumindest nicht halbiert wird. Aber selbst wenn ich mega tankige Sachen spiele, der Burn-Schaden summiert sich halt irgendwann. Es ist definitiv kein leichter Challenge-Run. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem zweiten Part. Wir befinden uns mittlerweile im Liga-Gebäude, vorm finalen Kampf gegen Barry. Wir sind also schon relativ weit. Ich hatte aber kurz zuvor mein Adrenalin-Hariyama verloren, was halt ebenfalls in der Challenge recht gut sein kann. Das ist aber leider in der Zerrwelt verendet und ich werde es auch nicht wiederbekommen. Und weitere Encounter habe ich auch nicht mehr zur Verfügung. Ich würde aber sagen, bevor ich euch jetzt den Kampf gegen den Rivalen zeige, blende ich erstmal kurz mein Team ein, beziehungsweise was für Pokémon ich derzeit gespielt habe. Ich hatte hier ein Logok, ein Tenupto, ein Lapras, ein Pixie, ein Tangolos und ein Relaxo. Logok hatte hier Protzer, um zu sweepen, mit Feuerschlag, Doppelkick und Erdbeben, was manchmal funktionieren kann. Tenupto habe ich einfach nur gespielt, weil es ein Feuer-Pokémon ist. Obwohl doppelt Feuer normalerweise nicht so nice ist in Nuzlocke, ist es halt hier durchaus die Meta. Lapras ist eines der besten speziellen Pokémon, die man finden kann, bekommt aber durch den Burn jede Runde enorm viel Schaden. Dann habe ich natürlich Magieschild Pixie gespielt, das habe ich ja gerade schon angeteasert. Es bekommt wegen seiner Fähigkeit keinen passiven Schaden durch den Burn und kann speziell gespielt werden, mit beispielsweise Feuersturm und Blizzard und so. Dann habe ich Tangolos verwendet als weiteren Tank, ähnlich wie Lapras. Das ist aber auch mit Burn nicht so gut. Und dann habe ich Relaxo benutzt als noch einen Tank, der ist aber jetzt besonders. Ich habe Relaxo hier zwischen den Parts praktisch Schleuder gegeben und damit kann ich den Heißorb auf einen Gegner werfen, der dann anfängt zu brennen und dann kann ich Erholung einsetzen, meinen eigenen Burn heilen, den ich bereits habe und dann brennt Relaxo nicht mehr. Das war eine Idee, die mir gekommen ist und ob die funktionieren wird, werden wir heute im Detail sehen, würde ich sagen. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Rivalenkampf gegen Barry vor der Pokémon-Liga und wir schauen jetzt erstmal, ob ich die Liga überhaupt betreten kann. Eine Herausforderung von Barry. 6 gegen 6. Er beginnt mit Zedra King. Boah, das ist aber ein tolles Matchup für mich hier. Ganz toll. Es kommt ziemlich sicher Hydro Pump. Ich kann definitiv nicht drin bleiben. Wir können versuchen, mit Jenny eigentlich zu klären. Benny ist auch eine Option, aber kann das Ding halt nicht sehr effektiv angreifen. Ich gehe in Jenny und spam Ice Beam. Einfach neutral. Hat zwei Ohrabsorber. Sehr schön. Beziehungsweise er misst sogar. Der Burn ist halt blöd, dass ich den jetzt sofort fressen muss auf Lapras. Sein Dragon Dance Setup führt nirgendwo hin, er hat keinen Move. Nur spezielle Attacken. Ist er Two-Shot? Vorhin war man Seedraking Two-Shot mit Ice Beam. Ja, und wir kriegen sogar einen Freeze, der ist aber relativ irrelevant. Der bringt jetzt nicht allzu viel. Und tot. Oder Low Range. Wäre ein bisschen ärgerlich. Gut, weil unnötiger Burn-Schaden auf Lapras gefällt mir nicht. 1 zu 0. Aber kein so guter Start für mich. Was haben wir noch? Ein Ampharos. Okay. Bei Ampharos kommt eine gute Elektroattacke. Ich habe Logok mit Erdbeben theoretisch. Dann wiederum. Könnte ich jetzt zum ersten Mal Tierno ausprobieren oder mit Benny Schlafbude einsetzen?
Ich glaube, ich möchte Tiano ausprobieren. Also in der Theorie wäre der Gedanke jetzt so. Wir machen Schleuder. Dadurch bekommt Ampharos jetzt den Heißorb ins Gesicht. Damit auch einen Burn. Dann mache ich eine Amnesie. Okay, er crittet. Der Crit war gerade extrem unlucky. Der hat leider meine Taktik mit Relaxo zerstört. Der war richtig, richtig unlucky. Okay, dann wird es schwieriger. Dann habe ich folgende Idee. Wir gehen in Benny. Es kommt höchstwahrscheinlich noch ein Ladungsstoß, genau. Wir saugen den jetzt mit Benny leer. Ich meine, theoretisch könnte ich auch in Logok gehen, aber der resistiert nicht mal. Ist nicht so ideal. Der Kampf läuft gerade richtig mies, muss ich sagen. Gigasauger, ich kann jetzt nicht mal mehr einschläfern, weil der brennt. Was? Achso, wegen Lichtschild. Aber so krass wenig. Er hat Ampelleuchte drauf. Okay, Ampharos hat hier einfach so Dingens. Okay, das war schlecht. Ich war kacke gerade. Er ist aber noch nichts verloren. Wir gehen in Peppy. Genau, Ampelleuchte kommt. Jetzt hat die Frage, möchte ich Protzer setupen? Ich glaube, dass Barry keine Heilung spielt. Ich mache Erdbeben. Ja, der spielt keine Heilung. Okay, eine sinnvolle Sache hier gemacht. Boah, wie scheiße zusammengespielt. Das Tangelos habe ich gerade komplett sinnlos belastet. Davor war es kein Fehler. Ich wollte mit Relaxo den Sieg durchdrücken, aber das ist halt unlucky gewesen. Aber die Tangelos-Plays gerade waren Minus. Gut, dass Tangelos nicht so zentral ist fürs Team. Eher Support. Kamerupt. Kamerupt hat Erdbeben und Erdkräfte. Ich meine, ich habe auch Erdbeben, aber ich habe keinen Step. Ich denke, wir gehen auf Lapras für Surfer. Wenn ich halt komplett in den Angriff reinwechsel, dann könnte das vom Leben her vielleicht relativ knapp werden für Jenny. Mal gucken. Ja, der Bosskampf läuft ziemlich mies. Amnesie. Gut, das ist nicht so schrecklich, denke ich. Ja, könnte vielleicht mettern. Surfer. Beziehungsweise Hydro. Gut, dass wir Hydro haben. Oh, ich treffe, Gott sei Dank. Müsste One-Hit sein, oder? Okay, gut. Trotz Amnesie. Ist halt mal 4 Schwäche. Mit Surfer hätte ich jetzt nicht mehr gekillt und hätte mich mit Steinhagel plus Burn Damage, vor allem mit Crit, safe töten können. Flamara. Bei Flamara machen wir folgendes Play. Ich muss noch 3 Pokémon besiegen. Wir gehen rüber auf Logok. In bester Gewissheit, dass Flamara kein richtiges Moveset hat. Und protzen dort. Feuerzahn, genau. Protzer. Wir outspeeden auch ohne Probleme. Ich werde 2 Protzer einsetzen. Feuerzahn. Feuerzahn. Werden wir wieder protzen. Ich könnte noch mehr Setup machen, actually. Ich provoziere halt einen Crit, leider. Auf plus 3 kann ich fast alles one-shotten. Komm, wir machen plus 3 noch. Jetzt burnt dich Flamara. Zum Glück nicht. Okay, keine Crits. Wir sind aber beim gelben Bereich jetzt. Erdbeben tot. Vielleicht kann ich jetzt mit Logok wieder sweepen. Das wäre jetzt meine Hoffnung. Wir sind im physisch-defensiven Setup und werden fast alles one-hitten, was existiert, mit der guten Coverage von Logok. Arbok sollte eigentlich easy sein. Ich denke, ich werde Arbok outspeeden. Erdbeben. Ja, ich bin schneller, aber knapp. Wir haben beide 80 Base in it. Unsere Gift-Attacke hätte schon, ja, langsam ein bisschen wehtun können. Mit Crit auf jeden Fall auch möglich, dass wir gestorben werden. Letztes Pokémon. Ist ein Pudox. Okay, gut. Mit Pudox komme ich klar. Ja, Barry, du hast dann den Punkt aufgegeben. Es ist niemand gestorben, immerhin. Es hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Da habe ich nicht perfekt gespielt. Das Tangolos hätte ich nicht so belasten müssen. Aber Relaxo war einfach Pech. Und das schlechte Lied auch. Ich persönlich finde die Strategie mit Relaxo und Schleuder eigentlich ganz cool. Man sieht aber schon, wo das Problem ist. Wenn ich nicht zur Erholung kommen sollte, funktioniert das Ganze nicht. Und Ampharos konnte das Ganze hier recht gut verhindern. Aber gut, Logok hat am Ende aufgeräumt und ich habe es geschafft, den Rivalen ohne Verluste zu besiegen. Wir gehen also jetzt mit dem Team in die Pokémon-Liga und der erste Trainer ist jetzt der gute alte Herr Baro. Der hat normalerweise Käfer-Pokémon und er ist eigentlich nicht so stark. Im Randomizer allerdings ist er komplett vollwertig
und er kann alle möglichen Pokémon bekommen. Der Fight hier kann sehr gefährlich werden. Herr Baro startet mit einem Turtok. Ganz toller Start für meinen Logok an der Stelle. Ich denke, ich werde jetzt hier nochmal das Play mit Relaxo ausprobieren. Wir gehen in Tiano. Und dann werde ich ihn zu Tode brennen lassen, während ich setupe und so weiter. Eisenabwehr ist dann eigentlich auch egal, weil irgendwann wird er am Burn sterben, auch wenn es 10 Jahre dauert. Ist mir recht. Wir nehmen ein bisschen Schaden gleich. Aber das ist gut. Soll mir recht sein, Schleuder. Eisenabwehr ist perfekt für uns. Besser geht's gar nicht. Den Burn sind wir gleich los. Das einzig Blöde ist, wenn jetzt natürlich ein Geist reinkommt, dann ist, ja, GG. Deswegen ist meine Taktik leider ein bisschen anfällig, aber ich will statt Coverage halt Amnesie haben, damit das Setup häufiger funktioniert. Schädelwurme ist ein ziemlich furchtbarer Move, zumal gerade durch den Burn seine Werte krass gesenkt wurden. Geht übrigens auch für einen Crit, also eigentlich ist jetzt Tiano unbesiegbar. Mache ich nochmal Amnesie? Ich erhole mich erstmal eine Runde, um ehrlich zu sein. Sonst werde ich gleich wieder gecrittet, wie eben bei Ampharos und alles ist kacke. Ich will den Burn schon mal los sein einfach. Dann mache ich noch zweimal Amnesie und dann gehe ich langsam Richtung Kill. Erholung. Er heilt sich. Ach so, aber das heilt auch Dingens weg, ne? Ja, hä. Okay, aber Return macht trotzdem Damage und ich kann hier jederzeit quitten. Es wird halt nur lange dauern. Ja, guck mal, das ist doch gar nicht so übel. Okay, soll mir recht sein. Ich werde jetzt halt einige AP verschwenden. Er allerdings auch. Und wir critten ihn tot, okay. Das war jetzt kein idealer Punkt, ehrlich gesagt, für den Crit, weil jetzt bin ich gerade halb tot, aber zumindest ist Turtok gebrochen. Ja, das war so semi-gut, muss ich sagen, ist das Ganze gelaufen. Und jetzt kommt ein Scaraborn rein, toll. Es hat sich mal wieder richtig gelohnt. Also dieses Play mit Relaxo ist irgendwie doch nicht so gut wie erwartet. Das gefällt mir nicht. Ich werde versuchen, hier in Benny zu gehen. Wir können physisch sehr viel tanken und ich habe die Möglichkeit, nach Schlafpuder, wenn ich ganz dreist bin, sogar noch zu setupen. Wie viel macht der Nahkampf? Zu viel. Aua, das hat richtig wehgetan. Das hat richtig wehgetan, okay. In dem Fall bleibt mir eigentlich nur noch ein Play. Ich muss sofort zu Tonupto gehen. Noch einen Nahkampf fressen und dann töten mit Flammenwurf. Wenn ich irgendwie random nicht outspeede, bin ich halt tot. I guess. Bodycheck. Oh, das Bodycheck-Missplay hat jetzt aber geschmeckt. Das war, weil ich sowieso in Killrange war. Flammenwurf oder Feuersturm? Flammenwurf. Ach stimmt, seine Defense ist ja eh gesenkt. Ja, alles gut. Scaraborn ist besiegt. Ja, es könnte schlechter laufen. Es könnte schlechter laufen. Ich habe leider keinen Sweep oder so hinbekommen, kein Setup und nix. Aber ein großer Teil des Teams ist schon besiegt. Was hast du noch? Bolterus. Das Metallstoß-Pokémon, da könnte man setupen. Ich denke, da habe ich eigentlich nichts zu befürchten. Es ist meine große Chance hier, mit Peppy den Kampf zu beenden. Und dann wäre schon der erste Kampf der Liga durch. Das wäre sehr gut. Metallstoß, du ekliger Protzer. Frage ist, wie viele Protzer will ich haben? Eigentlich kann ich hier ziemlich eskalieren. Metallstoß Missplay, sehr gut. Protzer 2. Also viermal Protzer mache ich schon, denke ich. Sechsmal ist wahrscheinlich Overkill. Rückenentzug, ich habe nicht vor zu wechseln. Protzer. Wichtig ist einfach nur der One-Shot gegen Bolterus. Metallstoß. Okay, vielleicht gehe ich doch auf plus 6. Wenn er gar nichts gegen mich unternimmt. Ich meine, er hat theoretisch schon Moves. Die sind halt sinnlos. Eisenschädel oder so macht gar keinen Schaden. Antikraft auch egal. Selbst Omnibus wäre egal. Wir gehen auf plus 6. Jetzt kann ich wirklich alles one-shotten, was existiert. Jetzt irgendwas, was ich nicht one-shotten könnte? Ich weiß es nicht. Antikraft. Leider speziell, neutral mit Step. Und Volltreffer. Wow, okay. Ja, das war jetzt unnötig, aber egal. Doppelkick. Wer hätte gedacht, dass ein Kick reicht? Okay, Bolterus ist weg. Schaffe ich einen Sweep mit Peppy oder muss ich sofort wieder raus?
Schwalboss. Der macht jetzt halt Aeroass und wenn er crittet, bin ich tot. Klar, wenn ich angreife, ist er halt am Arsch. Wie sinnvoll wäre es hier rauszuwechseln? Und dann das letzte Pokémon Probleme, sehe ich halt komplett alt aus. Ah, ehrlich gesagt würde ich gerne drin bleiben. Okay, er misplayt sogar. Ja, es muss kein Missplay sein, ich kann auch missen. Aber nee, ich treffe mal trotz Doppelteam, dankeschön. Weg mit dir. Einfach raus. Gott, bist du ekelhaft. Letztes Pokémon ist... ein Darkrai. Lol. Darkrai ist halt unfassbar schnell und hat Hypnose und so. Aber wenn ich treffe, ist es sofort weg. Double Kick. Es trifft Hypnose sofort, okay. Jetzt wird's unangenehm. Ich habe auch keinen Abgesang mehr auf Lapras, leider. Mir fällt jetzt eigentlich keine Konstellation ein, wo ich diese Runde sterbe und ich könnte sofort aufwachen. Er macht nur Doppelteam. Einmal kann ich noch probieren. Es kann ganz bitter enden. Warum immer Doppelteam? Ich hasse Doppelteam. Wieso gibt's die Attacke überhaupt? Ich bin aufgewacht. Und tot. Okay, gut. Hätte das jetzt mit Hypnose mein ganzes Team eingeschläfert und dann langsam mit Nachbar hingerichtet, hätte ich gar nichts unternehmen können. Richtig, richtig ekelhaft. Also Doppelteam ist wirklich böse und Darkrai ist eines der unfairsten Pokémon von Gen 4. Insgesamt lief Habaro eigentlich ganz okay. Ich muss aber schon sagen, Darkrai am Ende war ziemlich gruselig. Also das ist generell eines der gefährlichsten Pokémon aus Gen 4, zumal es auch dermaßen krasse Init hat und theoretisch mein gesamtes Team einschläfern kann. Was aber hier auch mal wieder schade war, ist, dass die Strategie mit Relaxo nicht wirklich geklappt hat, aber zumindest konnte ich Scaraborn dann wallen, irgendwie über Tankolos und so. Und dann ging's weiter mit dem Kampf gegen Teresa. Und ich wäre jetzt natürlich ein bisschen entspannter, weil ich zumindest beim ersten Kampf noch nichts verloren hatte. Ich konnte jetzt also mit allen Ressourcen da reingehen und versuchen, sie zu besiegen. Teresa beginnt mit einem Stalos. Es hat kein Erdbeben. Deswegen würde ich sagen, wir nutzen die Chance. Wir outspeeden auch, bekommen sogar zusätzlich noch defensives Setup. Es könnte ein easy Logok-Sweep werden, der Kampf. Stalos macht Fluch dagegen. Was ein bisschen gruselig ist, weil er könnte ja critten oder so, aber lass es mal auf mich zukommen, Protzer. Der wird es auch nicht übertreiben. Er macht Risiko-Tackle auf plus 1. Wie viel Schaden macht das? Das geht vom Damage her. Will ich noch einen dritten Protzer haben? Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt glaube ich nicht. Ich darf glaube ich nicht zu gierig werden. Wir gehen auf Feuerschlag. Wenn ich jetzt einen Feuerschlag-Burn bekomme, denke ich nochmal anders drüber nach. Kriege ich einen? Ich krieg einen, lol. Okay. Das ändert die Situation ein wenig. Dann wiederum ändert es die Situation so sehr? Ja, tut es tatsächlich. Und er macht sogar Top-Genesung, okay. Wir gehen jetzt zweimal auf Protzer und dann killen wir mit Feuerschlag. Also sind wir dann auf plus 4. Also doch gierig. Wäre jetzt nicht noch ein viertes Mal auf Protzer zu gehen, wäre Missplay. Risiko-Tackle macht ungefähr so viel wie eben, gut. Und jetzt Kill mit Feuerschlag. Denke ich mal, oder? Oh, ich habe mich verrechnet. Ja, macht aber Sinn. Oh mein Gott. Ja, ich hätte aber sonst auch nicht anders gespielt, wenn ich ehrlich bin. Aua. Das war zu gierig. Flammenwurf. Er ist noch nicht verloren. Jetzt wird's eine harte Liga. Weg mit dir. Es war aber auch unglaublich unwahrscheinlich. Die Chance war, dass wir noch viel mehr Flüche sehen werden von Teresa, weil sie ja auch mein defensives Setup sehen kann. Oh. Okay, das relativiert alles, weil damit ist es irrelevant. Palkia kann ich nicht besiegen. Auch mit jedem Logok-Setup dieser Welt nicht. Palkia ist praktisch unbesiegbar und trägt eine Zitrobeere. Es gibt kein Out dagegen. Es gibt definitiv kein Out dagegen. Mit viel Wunder, Tiano.
Aber der hat 5 Tries zu critten mit Raumschlag. Und er hat 5-mal die Möglichkeit zu Omni-Boosten. Das war kein Crit, okay. Kann ich jetzt Amnesie einsetzen? Nee, ich habe gar keine Zeit. Ich muss Erholung einsetzen. Ich muss die Raumschlag-AP ausdauern. Das ist die einzige Chance, wie ich irgendwie gewinnen kann. Der Damage ist viel zu hoch. Da ist der Crit. Ja, ist okay. Unbesiegbar. Damit ist der Run gelaufen. Ich kann absolut gar nichts machen. Beide Winning Conditions für die Liga sind tot. Jenny kann auf einen Freeze hoffen. Ice Beam. Wir machen halt absolut keinen Schaden. Das ist unbesiegbar. Palkia ist absolut unbesiegbar. Mir fällt überhaupt kein Pokémon ein, was ihn überhaupt outen würde. Also, keine Ahnung. Ich brauche einen Freeze oder so. Hat halt auch eine Beere, hat Tränke. Ich kann nicht drinbleiben, sonst stirbt Lapras. Pino kann probieren, vielleicht auch was zu machen, keine Ahnung. Antikraft kommt, okay. Wir kriegen keinen Burn-Schaden durch Heiß Orb. Blizzard into Hyper Beam könnte vielleicht töten oder so, ich weiß nicht. Er misst doch keinen Raumschlag oder so, ich glaube, die können sogar missen. Viel zu viel Damage. Kriege ich einen Freeze wenigstens? Crit. Kein Freeze. Also, wenn ich in Schadensbegrenzung denke, dann gibt es nur die Option, Pino zu opfern. Weil rein switchen kann ich definitiv nichts mehr. Dann gäbe es die Möglichkeit. Nochmal ein Ice Beam mit Jenny, aber ich werde halt nicht mehr zum. Ne, ich werde dann sterben. Es gibt Focus Blast Crit zum Beispiel mit Stefania. Das ist wahrscheinlich die beste Option, die ich habe. Miss. Raumschlag. Focus Blast. Okay, wir treffen. Ist er tot? Das ist der stärkste Move, den ich in meinem Team noch habe, basically. Okay, Palkia ist besiegt. Ja, wird jetzt eine schwierige Liga, würde ich sagen. Weiter geht's. Wow. Ja, das ist halt unbesiegbar, ne, der Kampf. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit noch? Feuersturm Crit. Kann ihn nicht töten, oder? Donnerschlag bringt ja auch relativ wenig. Denn die einzige Möglichkeit ist, hier noch Schlafpuder rauszulegen. Hydro Pump. Ich hätte in Lapras gehen können für ein bisschen Heal, aber. Was ist halt, wenn er was anderes einsetzt? Es gibt keine Garantie, das wird er definitiv nicht nochmal einsetzen. Alles, was ich tun kann, ist hier auf Schlafpuder zu gehen. Selbst wenn ich Lapras hart eingewechselt hätte, wäre es bitter geendet, glaube ich. So. Es schläft. Dann. Am besten für eine Runde in Stefania. Und dann wechseln in Jenny und hoffen, dass er in der Runde aufwacht. Komm, wach jetzt auf. Es ist Zeit, Lugia. Nein. Okay, ist aber nicht so schlimm. Wechsel auf Stefania. Bitte schlaf noch eine Runde. Wir haben nochmal den Try. Lugia ist im Komatraum, ja. Wow, es ist lächerlich, Mann. Wirklich. Wir haben nochmal den Try. Also jetzt macht er halt Sternschauer. Ich weiß nicht, ob Stefania das überleben kann. Aber sie hat noch 57 Leben. Raindance, actually. Ja, soll mir auch recht sein. Jetzt kommt Hydro Pump into Jenny. 87 Leben. Verbrennung schadet mir. Wechsel in Stefania. Jetzt kommt Sternschauer. Muss halt Stefania am besten überleben. Gut.
Dadurch, dass ich nicht in Killrange bin für Sternschauer, kommt nochmal Hydro Pump. Okay, und Jenny steht wieder relativ gut da. Wenn ich jetzt aber nochmal gehen würde in Tonupto, wäre es... Nee, das kann ich nicht machen. Weil dann haben wir das Problem, dass ich in Killrange bin von Sternschauer. Also ist dann Hydro nicht safe. Ich muss jetzt auf Icebeam gehen, jetzt die beste Chance. Sternschauer. Hälfte Leben weg, kein Freeze, es hat aufgehört zu regnen. Okay, ich muss jetzt nochmal probieren, hin und her zu wechseln. Wieso nicht Donner? Weil Donner Schmutz ist. Raindance. Perfekt, das habe ich gehofft. Donner ohne Step kann ich two-shotten, Chat. Klar, kann paralysieren, aber trotzdem nicht gut. Jetzt müsste jetzt Hydro kommen wieder. Dass ich überhaupt noch einen Kampf... eine Kampfchance rauscheese, ist absolut lächerlich eigentlich. Icebeam killt jetzt hoffentlich. Sternschauer. Der anders ungewinnbare Kampf. Er lebt noch. Okay, jetzt kommt Heilung. Okay, es kommt keine Heilung. Es ist jetzt Zufall, ob der Sternschauer oder Hydro macht. Es gibt die Chance, dass Lapras jetzt nochmal H2O-Absorber rauskriegt. Das ist die einzige Wincon. Okay. Ice Beam, ist ja leider der letzte AP dann. Sternschauer, ich bin tot. Oder nehme ich weniger als 21 Burnschaden? Ich glaube, ich nehme mehr als 20 Burnschaden. Vielleicht kann ich Theresa noch besiegen. Okay, ist aber vielleicht sogar besser so. Das kannst du fahren ja zumindest liegen. Mit Benny zu lieben ist zu RNG-lastig. Wir gehen mit Stefania rein. Megane, okay. Es regnet gerade nicht. Ist relativ bulky, ich muss Feuersturm machen. Wir treffen, okay. Megane ist besiegt. Bleibt noch einer. Stimmt, mit Großbrand hätten wir wahrscheinlich sogar so gekillt. Ja, war tatsächlich unnötig riskant. Schlurbleck. Okay, aber jetzt brauchen wir Feuersturm. Aufgrund von Großbrand gehe ich hier nicht auf Fokusstoß. Nee, es reicht nicht. Wir gehen auf Benny. Und machen... Echt Giga Drain? Ich weiß nicht, ob Giga Drain reicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Giga Drain reicht. Okay, Top Genesung. Wie viel Schaden? Okay, das war sehr viel. Schlafbruder. Miss, wow. Keine Zeit mehr für Schlafbruder. Pokestoß. Random Crit oder so. Es reicht. Theresa ist besiegt. Too easy. Verdienter Sieg, würde ich sagen. Was ihr gerade gesehen habt, war wirklich der ultimative Disrespect vom Spiel. Die Kombination aus Palkia und Lugia ist praktisch unbesiegbar und dass ich überhaupt Theresa schlagen konnte, ohne alle Pokémon zu verlieren, ist ehrlich gesagt ein ziemliches Wunder. Leider bringt mir das aber relativ wenig, weil ich natürlich die Liga nicht zu Ende spielen kann, nur mit einem Tangelos, was die ganze Zeit brennt, aber ich habe dann versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Ich bin dann also in den Kampf gegen Ignatz gegangen, nur mit Tangelos, um zu versuchen, dort irgendwie Fuß zu fassen. Und ich meine, theoretisch ist das möglich, es ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Unser erstes Pokémon war dann Porygon Z, was ich one-shotten konnte über Fokusstoß. Das war also ein relativ guter Anfang. Danach kam aber dann Frostege rein und das Ding hat Blizzard und kann mich damit auch one-shotten. Ich hatte tatsächlich hier noch ein bisschen Glück und konnte Frostege hier noch ein bisschen angreifen und in den roten Bereich bewegen, sodass Ignatz hier eine Potion gezündet hat. Nochmal konnte ich Frostege aber dann nicht mehr besiegen und es hat irgendwann getroffen, um Tangelos leider zu one-shotten. Und dann war dieser Try hier leider gelaufen. Wenn man sich die Werte von Tangelos aber mal anschaut, wird man auch schnell einsehen, dass das Pokémon nicht in der Lage dazu ist, eine gesamte Liga zu sweepen. Die Chance, das zu gewinnen, war praktisch bei 0.
Aber gut, ich habe natürlich nicht aufgegeben und habe diesem Run hier noch weitere Chancen gegeben, um das Ganze irgendwie zu schaffen. Auch wenn es nicht gerade leicht ist. Und da befinden wir uns nun in Versuch 4. Ich habe daraufhin einige Male wieder versucht gehabt, die Liga zu erreichen und bin mehrfach gescheitert. Einmal in der Zerrwelt und einmal sogar bei Marinus. Ich bin stellenweise gar nicht mal so weit gekommen, einfach deswegen, weil ich nicht die richtigen Pokémon bekommen habe und auch stellenweise nicht perfekt gespielt habe, würde ich sagen. Aber gut, bei Versuch 4 habe ich es wieder schaffen können, die Liga zu erreichen und die will ich euch jetzt zeigen, beziehungsweise ich werde euch auch präsentieren, was ich dieses Mal für ein Team hatte, um anzutreten. Ich hatte ein Radikal mit Adrenalin, was längst nicht so gut ist wie Hariyama, aber zumindest ganz okay. Ich hatte ein Galopper, was als Feuer-Pokémon natürlich mal wieder die Meta ist. Ich hatte einen Notschutz Milotic, was sehr cool ist. Wenn das brennen sollte, erhöht es seine Verteidigung und ist dementsprechend fast nicht mehr brechbar und greift speziell an. Dann hatte ich mal wieder ein Magieschild Pixie, praktisch genau dasselbe wie zuvor. Das habe ich nämlich erstaunlich häufig gefunden bei diesen Runs hier. Und dann hatte ich noch ein Panferno mit Zeta-Potenzial, was ziemlich mächtig ist. Und ein Bisaflor, was leider, wenn es brennt, nicht so stark ist. Eigentlich ist das eines der besten Nuzlocke-Pokémon, die man haben kann, aber mit dem Burn würde ich das so ein bisschen einklammern. Aber gut, damit bin ich dann angetreten mit diesen 6 Pokémon ein zweites Mal gegen die Pokémon-Liga und wie der Kampf gegen Habaro und Co. gelaufen ist, das werde ich jetzt mal wieder einblenden mit einer Live-Reaktion. Habaro beginnt mit einem Alabis. Bei Alabis, ich würde sagen, ich mache einen Schwertanz und kill dann mit Return, ich denke, das funktioniert. Ich habe bei Radikal immer das PTSD, dass der Schaden nicht reicht. Und ich dann ihn in einen KP haue und einfach sterbe. Er misst. Okay, das ist ein sauguter Start. Haben wir hier einen Radikal-Sweep? Der gefühlt der erste, der funktioniert. Bitte töte ihn, bitte töte ihn, bitte töte ihn. Okay. Guter Anfang. Das war eine 10% Chance. Ich fresse halt so viel Burn-Schaden jede Runde. Blitzer. Hier ist schon ein Problem. Kann ich Blitzer outspeeden oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Und dann werde ich halt angechippt und ich habe nur 101 Leben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir hier mit Sucker Punch genug machen würden. Ich weiß halt, dass wahrscheinlich Doppelkick kommen wird. Oder einfach Donnerzahn. Ich hab Vertrauen. Komm, Radikal. Das Beste aller Pokémon. Du schaffst das. Ja, ich dachte es mir. Ach, Radikal ist wohl eine Enttäuschung in diesem Run, es tut einfach weh. Aber hey, zumindest verbraucht er jetzt einen Trank und ich kann mit Return killen. Man könnte Sword Dance machen und dann Tiefschlag, aber dann fresse ich insgesamt zu viel Burn-Schaden, bringt nichts. Nee, ich muss killen. Es war so klar, dass Sucker Punch nicht reicht. Radikal ist so schlecht. Aber es ist halt mein einziges Adrenalin-Pokémon, was ich gefunden habe. Was soll ich machen? Man kann nicht immer ein Hariyama besitzen. Wir gehen auf 30 Leben runter. Zirpeise. Das Problem ist bei Zirpeise, es hat Abgesang. Wenn ich jetzt also rübergehen will in Panferno, um damit einen Sweep aufzubauen, dann wird er unterbunden. Das ist halt nicht so ideal. Ich könnte jetzt den Sweep weiterführen, aber spätestens nach Zirpeise muss ich sowieso abbrechen. Deswegen versuche ich zumindest was zu erreichen mit Lukas Schwertanz. Mal gucken, ob es klappt. Zum Glück kann man Schwertanz in Schleierde holen. Könnte das Team hier retten, ehrlich gesagt. Käfer gebogen. Komm, du hast gar keine Lust auf Abgesang. Tu's nicht. Oh, er macht's actually nicht. Okay, dann sollten wir jetzt sofort Kill drücken, dass wir das auch mitnehmen können, den Boost. Lukas ist jetzt auch schon wieder krass angechippt. Nur von dem Zirpeise, Mann. Hat eine erhöhte Crit-Rate. Aber es sieht sehr gut aus. Ich denke, Habaro werden wir jetzt ganz gut killen können. Lukas hat eine sehr gute Init. Ich kann auch mit U-Turn rausgehen, um dann mit was anderem zu killen. Sieht ganz gut aus. Dodri. Oh. Das ist nicht ideal. Dodri hat, wenn ich es richtig sehe, 110 Init und Bohrschnabel. Da kann ich nicht drin bleiben, das ist zu riskant. Der hat aber auch Akupressur, um zu Gott zu werden, theoretisch. Maybe Paula und dann eine Eisattacke einsetzen. Nicht so gut eigentlich, aber ich mach's. Agilitätsmissplay.
Okay, vielleicht war ich doch schneller. Ja, man kann es halt nicht wissen und ich will definitiv nicht das Risiko eingehen. Das Gute ist, jetzt haben wir Notschutz. Milotic ist sehr, sehr gut. Mit Abstand mein bestes Pokémon. Neben den Sweeper, Panferno potenziellen. Aber wie viel das für gewöhnlich reißt, hat man ja gerade gesehen. Fluchtwert. Okay. Aber wir treffen Eisbeam. One-Hit. Stabil. Milotic ist so gut. Ich liebe Milotic. So ein Rettungsgürtel im Team. Letztes Pokémon. Ist Zwirfinst. Ich glaube nicht, dass Zwirfinst Paula tot bekommt. Was soll er einsetzen? Irrlicht. Wir machen einfach Surfer. Ich bin guter Dinge. Ich hau Speed auch ohne Probleme. Ich denke, Herbaro haben wir an der Stelle. Sehr guter Start. Horrorblick ist immer gruselig, grundsätzlich, aber ich habe ja Recover. Wenn irgendwas Blödes passiert. Ja, Fluchtwehr Dodri ist gefährlich, ne? Das hat jetzt so easy ausgesehen, aber stell euch vor, ich hätte einfach gemisst. Und dann kommt nochmal Akupressur, wieder Fluchtwert. Ganz schnell das ganze Team tot. Es gibt einen Grund, warum Akupressur verboten ist in meinen Runs. Geht Zwirfinst? Geht in den roten Bereich. Auf seine Heilung werde ich jetzt einfach schon mal recovern und dann werde ich ihn langsam beatdownen. Der Kampf ist gewonnen. 177. Surfer. Er hat nicht endlos viele Heilungen. Irgendwann ist es leer. Selbst wenn er jede Runde critten würde, sollte ich eigentlich gewinnen mit Milotic. Notschutz ist schon saugut. Einfach einmal Genesung. Und das sollte jetzt reichen. Okay, Herr Baro haben wir geschafft. Dann kommt Theresa. Und was bei Theresa das letzte Mal passiert ist, das wisst ihr. Der erste Kampf lief eigentlich ziemlich gut bei diesem Versuch, aber leider haben meine Setups nicht so wirklich zu einem Sweep geführt. Ich meine, Radikal ist generell ziemlich schwach und nicht so wirklich verlässlich, und Panferno ist halt auch eher so ein bisschen fragil, und ob ich das jetzt gegen ein Dodri riskieren möchte, das würde ich dann doch eher verneinen. Ich habe also vorsichtig gespielt, aber zumindest keine Pokémon verloren. Und dann ging es weiter mit meinem nächsten Versuch gegen Theresa, und wir wissen alle, was beim letzten Mal passiert ist. Ich war also dementsprechend ein wenig angespannt. Aber kommt schon, Leute, was ist die Chance, dass sie nochmal mit irgendwelchen Überlegis eskaliert? Okay, das gefundene ist Fressen eigentlich für Bisaflor. Und es ist tanky. Und es gefällt eigentlich Karl nicht so sehr. Weil ich glaube, mit Schwertanz Return kriege ich es nicht unbedingt down. Wir gehen sofort in Sam. Der Kill ist zugeschenkt, den soll ich mir nehmen. Ich habe ja schon angesprochen. Ehrlich gesagt ist Bisaflor in dieser Challenge hier nicht so gut. Einfach weil der Burn-Schaden schon leider sehr mattert. Nicht so gut wie sonst zumindest. Aber dafür habe ich auch die Synthese drauf. Wir machen Giga Drain für One-Shot. Ganz simpel. Ice Beam One-Shot, imagine. Stabiler Weißnebel von Morlord hat natürlich nicht gemattert. So, Theresa, was hast du denn heute? Für Legis. Hariyama! Sie stiehlt die Meta. Sie stiehlt uns einfach die Meta. Okay. Ja, Hariyama haben wir nicht mehr. Aber Hariyama hat sehr viele KP. Da könnte man Leech Seeden. Hariyama hat aber auch Bauchtrommel, glaube ich. Tatsächlich hat Hariyama Bauchtrommel nicht mehr im Moveset. Okay, Gott sei Dank. Dann sofort Egelsamen. Das hat so viele KP, dass mit Egelsamen der Heißorb negiert werden sollte, halbwegs. Geowurf macht aber trotzdem einiges. Ist eigentlich ein sehr schönes Target für einen Leech. Wie viel bekommen wir? Ja, das ist ganz gut. Ich könnte Schlafpuder rauslegen, dann habe ich halt das Problem, dass wir missen könnten und dann wird es ganz schnell ganz knapp. Dann stehe ich sehr blöd da. Ich könnte auch Synthesen. Ja gut, wenn wir blöd dastehen, kann ich Synthesen. Und wir stehen nicht blöd da. Sehr schön. Schneller Creep, Sam brennt doch. Sam hat in diesem Land schon so viel gebrannt. Er ist okay für ihn. Damit kann er sich arrangieren, schätze ich.
Wie schön, dass Sariyama so viele KP hat. Giga Drain. Ich denke, jetzt kommt auf jeden Fall gleich Heilung, weil wir ihn in die Heal Range bringen werden, ziemlich sicher. Ich mache halt so wenig Schaden. Ich vermute, er kommt in die Heal Range. Ist halt auffällig, dass er Hariyama einwechselt als Out gegen Visaflor. Vielleicht hat er nichts Besseres. Das wäre halt ideal. Danke für den Sub. Für den Sub an Nightbot. Er braucht ihn dringend. Und er wacht in der perfekten Runde auf und schippt Visaflor komplett wieder Richtung gelben Bereich. Ganz toll. Das ist sehr schlecht gewesen jetzt. Cool. 99 Leben. Durch Leech Seed werde ich jetzt ein bisschen was wiederkriegen, aber ich glaube, dann lande ich auf 110 oder so. 118. Alter, wie viel Leben hat Hariyama? Lucario. Das ist ein weiteres potenzielles Setup-Pokémon. Der könnte vielleicht Sword Dance haben und dann kann er ganz schnell aus der Kontrolle geraten, aber hat Feuerschwäche. Okay, tatsächlich hat Lucario Schwertanz ganz knapp nicht mehr, sondern Turbo-Tempo, aber er hat ein saustarkes Moveset. Nahkampf, Drachenpuls, Turbo-Tempo, Aurasphäre. Da ich nicht in Killrange bin für irgendwas, lege ich in Leech Seed, damit ein anderes Pokémon besser reinkommt und dann gucken wir weiter. Visaflor ist relativ verloren, wie man sehen kann. Man könnte hoffen, Lucario auszustallen, aber das ist sehr anfällig alles, das gefällt mir nicht. Wir gehen rüber, dafür haben wir die Feuer-Pokémon. Turbo-Tempo-Crit oder so und das ist schon alles blöd. Viola oder Lukas? Ich bin für Lukas, weil wir U-Turn können. Richtig? Dann gehe ich mit Nahkampf. Ja, mache ich. Wir machen was. Setup gegen so ein starkes Pokémon wahrscheinlich nicht sinnvoll. Drachenpuls macht wie viel? Ordentlich. Ist halt gut, dass die Feuer-Pokémon einfach nicht brennen. Flammenrad reicht nicht safe, deswegen gehen wir auf Nahkampf. Turbo-Tempo wird noch reingedrückt natürlich. Jetzt wird der Panferno wieder keinen Sweep hinlegen, ne? Einfach weil ich wieder so krass angechippt bin. Aber gut, der Plan ist jetzt hier raus zu U-Turn beim nächsten Pokémon ins perfekte Out. Vielleicht in Milotic oder so, je nachdem was kommt. Vielleicht kommt ja auch was rein mit fetter Kampfschwäche nochmal. Mein Toxiquark. Wir drücken hier einfach U-Turn und dann hauen wir mit Galoppa auf eine Feuerattacke. Ganz easy. U-Turn auch so praktisch in diesem Team. Lieber auf Viola. Der Gift-Typ ist halt schon wieder Chip, ne? Und zwar ordentlich. Aua. Mit Crit wäre ich fast One-Hit. Gehe ich auf Feuersturm oder reicht Flammenwurf? Ich gebe Flammenwurf. Konstante. Reicht das? Nee, es reicht nicht. Dann hat er keine Trockenheit, ne? Na gut, einfach weiter drauf. Sprungfeder für Kampf. Sprungfeder hätte nicht viel mehr gemacht. Eigentlich ist Sprungfeder nur Platzhalter auf Galoppa, weil ich keinen wirklich besseren Move hatte. Deswegen ist halt auch die Pokémon, die ich mit Flug vielfach effektiv angreifen könnte. Haben eh Feuerschwäche. Und daher, naja. Aber Papinella ist schön. Papinella one-shotten wir einfach mit Feuersturm. Ja, nach Papinella war der Kampf entschieden. Theresa konnte praktisch nichts mehr tun. Theresa hat sich also tatsächlich mal dazu erbarmt, halbwegs fair zu spielen. Und ich war sehr dankbar dafür. Sie hat keinen Palkia gespammt und auch keinen Lugia. Und ich bin hier ohne Tode durchgekommen und habe jetzt mit einem 6er Pokémon-Team vor Ignatz gestanden. Was deutlich besser ist, als dort nur anzutreten mit einem einzelnen Tangulos, was brennt. Aber gut, wie Ignatz gelaufen ist, werde ich jetzt auch wieder einblenden. Der war ein bisschen spannender als Theresa. Ignatz ist der nächste mit einem Kokowai. Also da Blättersturm zu viel Schaden macht gegen Radikal und mich vielleicht killt, muss ich in Panferno gehen, am besten fürs Setup. Aber da werde ich halt wieder so sehr angechippt, dass wahrscheinlich das Setup wieder fast nichts bringt. Aber gut, probieren wir es aus, Lukas. Da ist der Blättersturm. Es wird halt schon einiges machen. Ach du Scheiße, das ist viel. Ja, Radikal wäre hier einfach gestorben.
Wenn ich könnte Schwertanz U-Turn machen, dann wäre er One-Hit, aber... Wir machen Schwertanz und dann einfach Flammenrad und gucken mal. Eierbombe. Er hat keine Psycho-Attacken, alles gut. Was ist, wenn Flammenrad jetzt nicht reicht und wir weggecrittet werden? Das wäre so bitter. Flammenrad müsste aber reichen, ich bin mir recht sicher. Panferno ist schon sehr stark. Kokowai eher speziell defensiv, würde ich schätzen. Es reicht nicht. Wow. Gott. Kritte bitte Panferno nicht tot. Es ist so knapp. Okay. In dem Fall nochmal Sword Dance und dann Kill. Denn es kommt ja die Top-Genesung. Mutig vielleicht ein bisschen, aber ich wusste, dass die Top-Genesung kommt. Alles gut. Und da er keine Prio hat, ist er down. WTF, ich dachte schon, dass das reicht. Naja. Ich habe jetzt auch nicht gerade die optimalen Wesen auf Panferno und so, ne? Ich hatte, was die Pokémon angeht, recht gutes RNG. Das Team ist eigentlich gut für so einen Run, aber die Wesen könnten besser sein. Dragoran. Also bei Dragoran müsste U-Turn eigentlich free sein, weil er hat kein Turbo-Tempo. Korrekt. Und das ist schon ein ordentlicher Chip auf plus 4. So, dann muss ich auf jeden Fall Minute keine Sorgen machen, dass es nicht reicht. Allerdings hat Dragoran Dragon Dance Drachenstoß und kann damit mein gesamtes Team sweepen. Da ist der Drachenstoß. Stolze Summe an Schaden, würde ich sagen. Er hat sich aber gegen Dragon Dance entschieden. Wir sind im Notschutz. Mache ich Genesung einmal? Ja. Wir sind auch schneller. Milotic ist so gut. Oh mein Gott, ist Milotic gut. Es kommt Dragon Dance. Es kommt kein Dragon Dance. Ungewöhnlich. Ohne Notschutz wären wir One-Hit. Mal ganz nebenbei gesagt. Er wird nicht nochmal critten, oder? Nee, wird er nicht tun. Das wäre ja lächerlich. 6% ist gefühlt die Nuzlocke am Arsch jetzt. Ich spiele sehr greedy. Er muss halt treffen und critten. Okay. Er muss doch mal missen. Komm, bitte. Drachenstoß hat 75 Genauigkeit. Das ist wie Eisenschweif. Kompletter Abfallmove eigentlich. Bodyguard. Okay. Es soll mir jetzt reichen. Ich will es nicht noch spannender machen. Stirb. Geh weg, Dragoran. Gar keinen Bock mehr. Ich find's komisch, dass er nicht Dragon Dance eingesetzt hat, weil er sollte doch eigentlich schneller sein wollen als ich. Das ist doch eigentlich das übliche KI-Verhalten. Aber gut. Vielleicht übersehe ich was. Smogmog für Boom. Oh nein. Jeder Gegner ein Struggle. Okay. Das ist nicht so lustig. Der hat Abgangsbund und Explosion und Matschbombe. Ganz doll faire Smogmog. Egal, gegen was er sich sprengt, ist es sofort tot. Ich schmeiß jetzt hier Karl weg, ist mir egal. Das ist mein schlechtestes Pokémon. Es hat zwar Adrenalin, aber es kriegt ja nichts geschissen hier. Da ist die Matschbombe. Wie viel Schaden? Zu viel. Leider zu viel. Ich kann nicht riskieren, was zu verlieren. Basically. Ich kann auf Return gehen und hoffen, dass er Crit ist. Dann kann ich Karl retten, sonst ist Karl verloren. Da geht der erste down. Das reicht nicht mal so ein bisschen. Das mit Crit wäre das äußerst kritisch geworden. Matschbombe, tschüss. War schön mit dir, Karl. Also ich habe jetzt quasi die Wahl zwischen Violas Feuersturm und Sams Schlafbruder. Into Wechsel auf Viola Feuersturm. Und da er allein schon eine Schlafrunde durchs Schlafen verbraucht nach meinem Schlafbruder, ist, glaube ich, Viola besser. Er hat keine so gute Spatstaff, er hat vor allem keinen guten KP-Wert. Feuersturm könnte reichen, wenn nicht, dann stirbt ihm noch was. Eventuell. Bitte töte ihn. Er trifft, okay. Galoppa, bitte.
nicht genug. Jetzt wird Smog Mog erstmal geschmeidig vollgeheilt. Aber gut. Feuersturm zweimal. Oh, er wird nicht vollgeheilt. Okay, er ist tot. Gut. Puh. Danke für den Sub. Empoleon, noch ein Monster. Alter, was ist denn mit ihm los? Wasserstahl, immer ganz doll fair. Eigentlich muss ich bei Empoleon mit Sam rein, aber dann riskiere ich halt Bohrschnabel. Was will ich machen? Sina random einzuwechseln ohne Resistenz, um Donner zu spammen, ist jetzt nicht so geil. Und Paula hat keinen Move gegen Empoleon. Ich muss in Sam gehen. Ich vertraue in Sam. Weißnebel, okay. Das allererste, was wir jetzt machen, ist Egelsam. Weil es konstanter ist als Schlafbruder. Ich brauche jetzt hier Konstanz. Der Bohrschnabel macht wie viel? Er sollte recht wenig machen. Ja, das geht voll klar. Okay. Dann habe ich eigentlich nichts zu befürchten. Dann mache ich ein paar Mal Synthese und dann Giga Drain für Kill, oder? Und wenn er crittet, wechsle ich aus. Klingt nach meinem Plan. Los geht's. Crit wäre sehr bad. Ich fisch jetzt für Crits natürlich, ne? Kein Crit. Nochmal Synthese. Ich baller jetzt die Synthesen einfach durch und kill damit Giga Drain. Ich hoffe, es klappt. Dann würde ich auf einem sehr grünen Zweig vom nächsten Pokémon stehen und könnte nochmal Leech ziehen. Bohrschnabel. Okay, da ist der Crit. So, aber der ist nicht gefährlich, ne? Der Burn macht nicht 37. Nee. Ja, unfortunate. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert, natürlich. Aber das ist okay. Wir gehen in Paula, überleben jeden möglichen Hit und recovern gegen und killen damit Paula das letzte Pokémon. Muss funktionieren. Bitte critte nicht. Oh, das war schon ein Crit. Ja, okay, der macht gar keinen Schaden gegen Paula. Sehr schön. Empoleon kann ich gut wollen. Wir drücken jetzt für Surfer. Denn meine ganzen Recovers gehen gerade aus. Und ich muss ein bisschen gucken, dass die nicht komplett leer gehen. Da werde ich jetzt nicht auf einen perfekten grünen 2 killen können. Aber ich glaube, es ist trotzdem insgesamt besser. Ich glaube, es ist ganz gut so. Wir stehen ganz gut da auf sehr, sehr grünem Leben. 148 von 195. Gut, letztes Pokémon. Dann haben wir zumindest Ignat schon mal besiegt. Das wäre ein neuer Highscore. Ninja Tom. Wild. Okay. Habe ich ein Out gegen Ninja Tom? Wie steht's genau um mein Team? Achso, ich habe Pixie. Pixie Feuersturm. Ja. Okay. Damit ist es kein Problem. Hat 1 KP nur. Muss nur treffen. Heilblockade. Hatte nicht vor, Items einzusetzen. Kommt Magieschild Pixie auch mal wieder zum Einsatz, das ist schön. Und tot. Nice, okay. Damit haben wir den vorletzten Kampf erreicht. Mal gucken, wie der laufen wird. Wichtiger Crit an der Stelle übrigens, Kappa. Smogmog ist eines der dümmsten Pokémon, die man bei Gen 4 Nuzlocke bekämpfen kann. Es könnte sich jederzeit sprengen und dann praktisch alles one-shotten, was ziemlich tödlich enden würde. Ich habe also bewusst hier radikal geopfert und dadurch ein weiteres Mal meinen Adrenalin-User verloren. Aber gut, radikal war ja sowieso nicht so spielstark, es sollte also möglich sein, zumindest weiter zu spielen. Und als nächstes kam dann der Kampf gegen Lucian und das ist jetzt der letzte von den Top 4. Der ist nochmal ein kleines bisschen besser gelevelt, der hat aber ebenfalls 5 Pokémon. Lucian! Ich hoffe, dass ich zumindest den mal sweepen kann. Aquana. Nevermind. Toll. Nice, das Sweep-Panferno. Gut gemacht. Wobei, nevermind. Ich habe gerade gesehen, Aquana hat kein Hydro. Sword Dance. Es kommt Wasserring. Es kommt einfach Wasserring. Ich kann auf definitiv +4 gehen, eigentlich +6 gehen.
Ich muss ein bisschen aufpassen vor Zuflucht, das wäre unnötig. Aurora Beam kann, glaube ich, Attack senken, ist jetzt nicht so wichtig. Natürlich. Okay, jetzt muss ich definitiv noch einen Schwertanz drücken, damit wir auch was davon haben von unserem Sweep. Biss. Und komm, dann gehen wir auf plus 6, los geht's. Ein Sweep mit Panferno kriegen wir hin. Bitte. Ich weiß, Zuflucht, aber ist nicht so gut auf Aquana. Und wir können ihn mit Nahkampf one-hitten und dann vielleicht sweepen. Wenn der One-Shot ist, jetzt kein Problem. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt Nahkampf einsetze, geht meine Verteidigung runter und ich muss jetzt auch wirklich alles töten und outspeeden, sonst habe ich ein Problem. Prio-Moves sind jetzt ein Problem und Überlegis zum Beispiel. X-Bart. X-Bart ist das perfekte Out gegen mich. Also bei X-Barts Luftschnitt will ich auf minus 1 Defense definitiv nicht drin bleiben. Wir gehen rüber in Paula und der Sweep ist leider beendet. Lukas hat wieder verschissen. Das war so klar. Der Luftschnitt hätte gesessen. Paula allerdings steckt ihn sehr gut weg. Durch den Burn können wir auch nicht toxiniert werden durch Giftzahn. Und wir drücken einen starken Ice Beam. Es kommt tatsächlich kein Horrorblick, erstaunlicherweise. Ist X-Bart One-Hit? Wir hatten jetzt schon den ein oder anderen Kill mit Melodic relativ random, einfach so. Aber nein. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Gratis-Genesung nehme ich immer gerne. Nicht mal Heal-Range. Man kann nämlich auch nicht flinchen lassen, irgendwie nervig. Mit Flinches hätte der Paula durchaus gefährlich werden können, vor allem nach Horrorblick, aber ist nicht so gekommen. Jetzt wollen wir es probieren, raus mit dir. Okay, insgesamt doch ein ganz guter Anfang des Kampfes, würde ich sagen. Ist okay. Jetzt muss ich halt ohne Sweep noch 3 Kills machen. Wild, dass er wirklich X-Bart hatte. Das war so ideal gegen Panferno gerade. Nidoking. Nidoking macht nichts, würde ich sagen. Ist einfach tot. Der war easy. Ist Lucian jetzt leicht, weil er keine Outs mehr hat gegen Melodic? Das kann natürlich sein. Sehr schön. Cooler Sprite. Ja, auf jeden Fall. Der Nidoking Sprite in Gen 4 ist ganz nice. Jetzt habe ich halt wieder viel Schaden gerade, weil Reiser mit, sei nicht das 59er. Sei es bitte einfach nicht. Er hat Eises Geld. Das ist so unfair. Also ich habe eigentlich gar keine Wahl. Ich muss jetzt Sina wegschmeißen. Wenn ich hart an Panferno gehe und es kommt Eiseskälte, bin ich Game Over, gefühlt. Okay, guter Start. Warum kann Magieschild nicht auch K.O.-Attacken abwehren? Enttäuschend. Donner, Treffer, gut. Komm, mal 50%. Ich liebe dich, Sina. Oh mein Gott, war das gut. Die Chance, einen Donner im First Try zu treffen bei so einem wichtigen Hit und ihm zu critten. Das war wahrscheinlich nicht mal ein sonderlich leichter Kill. Wir haben wahrscheinlich gerade so mal jetzt die Hälfte gegen Valreiser machen können mit Donner. Vielleicht sogar Range. Gott, war das lucky. Wir finden es wieder mit Horrorblick, das heißt, wir müssen raus, sonst können wir durch RNG sterben. Wir gehen in Paula und spammen Recover und killen safe. Sina MVP, ja. Ohne diesen Crit gerade, Alter. Mit 4 Pokémon gegen Cynthia wäre nicht so schön gewesen. Ich meine, vielleicht ist Cynthia ja ein Opfer, wer weiß, aber aus jetziger Sicht. Und nach 10 Jahren machen wir den Kill. Hat nur wieder 500 Jahre gedauert, Zwirfins auszustollen, aber Paula schafft das. Damit haben wir tatsächlich ein faires
5 gegen 6 gegen Cynthia. Naja, so fair auch wieder nicht. Womit habe ich es eigentlich verdient, nach der Verarsche von Theresa und im Smogmog bei Ignaz jetzt auch noch eine Valraisa mit Eiseskälte bei Lucian zu fressen? Aber gut, durch unglaubliches Glück konnte ich mit Pixie einfach so Valraisa wegcritten, bevor ein Unglück passiert ist, weil wenn ich jetzt vor Cynthia ein, zwei Pokémon an Eiseskälte verloren hätte, dann hätte das Ganze definitiv katastrophal geendet. Ich meine, Cynthia ist die stärkste Trainerin der gesamten Region, die hat 6 Pokémon, ist am besten gelevelt von allen Trainern. Naja, und dort anzutreten mit einem halben Team wäre nicht so angenehm gewesen. In meinem Fall allerdings hatte ich jetzt noch 5 Pokémon übrig und ich hatte zumindest eine faire Chance. Cynthia mit einem vollen Pokémon-Team und einem Nidoking. Okay, Nidoking hat sogar Erdkräfte. Dann muss ich hier leider sofort raus. Also ich kann natürlich U-Turnen, aber das bringt wenig. Schade. Aber ich kann in Milotic gehen für einen One-Hit. Giftdorn. Hätte ich mir denken können. Okay, das war ein Fehler. Kann man nicht mehr ändern. Was soll's. Damit ist jetzt aber der One-Hit gegen Nidoking etwas garantierter. Reden wir es uns schön. Erdkräfte für kein Damage. Ja, das ist sehr wenig. Notschutz aktiviert sich. Und dann soll ich gucken, ob ich mit Recover vielleicht auf einem gesünderen KP-Wert lande? Wobei, rechnet sich, glaube ich. Rechnet sich das? Nee, komm. Wir drücken Kill. Ist okay. Nidoking ist tot, damit haben wir einen 5 gegen 5, aber Panferno ist jetzt random vergiftet. Ich habe an Giftdorn nicht gedacht. Das erschwert ein Sweep mit Panferno natürlich enorm. U-Turn werden Missplay. Tangolos. Bulkiges Pflanzen-Pokémon. Ja gut, durch die Blattgeißel habe ich eigentlich nur eine Wahl und das ist in dem Fall Viola praktisch, oder? Beziehungsweise ich könnte in Sam gehen, aber das führt nirgendwo hin. Nee. Ich habe ja keine Gift Coverage. Synthese war mir wichtiger. Wir gehen in Viola. Mit Feuersturm ist er One-Hit, weil er hat keine Spat-Step. Er macht Ausfringen. Willst du mich verarschen? Warum machst du Ausfringen? Das ergibt nicht mal Sinn. Wer hat den Switch predicted? Weiß schon, dass Blattgeißel sehr effektiv gewesen wäre auf Milotic. Vielleicht hatte sie keinen Bock auf Notschutz. Aber Tangelos ist One-Hit, wie gesagt. Ja, kein Spat-Step. Bleiben noch 4. Turtok. Ja gut, bei Turtok gehe ich rüber in Sam. Das ist ein angenehmes Matchup. Wir legen Leech Seed und dann Giga Drain. Oh, Hydro Miss, nett. Da kann ich ein bisschen mehr greedy werden. Sleep Powder. Pilzspore, sehr schön. Danke, Sam. Und da kann ich mir den Egelsamen eigentlich sparen mit Giga Drain, dieser Two-Shot. Und er wird nicht mehr aufwachen, außer er hat sehr viel Glück. Und im schlimmsten Fall fresse ich Hydro oder Regentanz. Lol, er lebt noch. Gott, ist der tanky. Ja, das ging jetzt nach hinten los. Okay, dann machen wir doch Leech Seed. Miss. Sam. Nicht bei diesem Fight hier, bitte. Danke. 105 Spat-Staff, ja, schon einiges. Gegen die längste Schlafchain im ganzen Universum. Danke, Sam. Auch Sam ist immer Verlass. Selbst in der Burnlock. Er ist nicht so gut in der Burnlock, aber gut genug. Tot. Wunderschön. Und wir kommen leider nicht ganz auf volle Leben, das ist schade, aber... Da sind wir halt ein bisschen angechippt, zusammen mit Burn. Sie hat auch 3 Pokémon. Bisher kam kein Überlegi, also glaube ich, dass sie auch keins hat. Glurak. Sie hat schon starke Pokémon wieder. Weiß nicht, ob Cynthia so ein Hack hat, dass sie nie schlechte Pokémon kriegen kann. Ich habe irgendwie gar nicht so Lust, Paula hier einzuwechseln, aber was soll ich machen?
Mit Crit könnte es Paula jetzt gleich sehr schlecht gehen, Flammenwurf. Ich hätte auch Sina mit Donner gehabt, aber die hätte den Flammenwurf nicht reinwechseln wollen. Paula. Paula, werd mal bitte nicht irgendwie random gehighranged crittet oder so. Ja, ich hätte den Crit überlebt, aber es wäre sehr knapp geworden. Gut so. Ne, jetzt ist Glurak tot. Gewonnen haben wir aber noch lange nicht. Genesung. Schlitzer. Ich denke, mit Surfer ist Glurak One-Hit. Können uns auch voll heilen, das ist sehr gut. Dann stehen wir mit Omega-Coverage vor den letzten beiden Pokémon. Das sieht eigentlich gut aus. Er war auch schon radikal. Bist du One-Hit? Ich sage ja. Nein, tatsächlich nicht. Okay. In dem Fall... Okay. Quaxo. Lol. das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Das ist sogar gut für uns. Genesung. Quaxo macht nichts. Quaxo kann Milotic nicht besiegen. Quaxo kann Abgangsbund machen. Nicht Abgangsbund. Abgesang. Aber das führt nirgends wohin. Schallwelle macht keinen Damage. Nicht gegen Milotic. Wir wollen das über Drachenpuls. Es gibt zwei Gründe, warum man Drachenpuls spielen kann auf Milotic. Der erste Grund ist Palkia. Der zweite Grund ist, feindliche Wasser-Pokémon auszustollen. Abgesang. So, das müssen wir clever nutzen. Einmal Genesung. Swagger, perfekt. So. Und jetzt wechseln wir auf Sina, würde ich sagen. Oder ist Sina die beste Option? Nein. Sam. Und jetzt passt auf, was passiert. Schallwelle. Volltreffer ist nervig. Quaxo ist auf 1. Und jetzt kommt definitiv der Switch. Und der Switch geht auf Glurak. Und das stirbt im Leech Seed. Ohne sich nochmal heilen zu dürfen. Ich habe Gigadram mich nicht getraut, falls er irgendwie nur einen KP Schaden nimmt, gefühlt und überlebt. Wahrscheinlich wäre Gigadram noch besser gewesen. Aber ja, funktioniert. Nice. Outsmartet. So, und jetzt kommt nicht Quaxo wieder rein. Es kommt Quaxo wieder rein. Okay, dann hat er kein gutes Matchup mehr. Offensichtlich. Giga Drain, wir outspeeden. Sam sieht gar nicht ein zu sterben. Es kommt noch die Zitrobeere, weil es das Knackhack ist, basically. Ah, Sprungfeder, deswegen kommt Quaxo rein. Verstehe, okay. Aber ist nicht schlimm. Sam muss hier gar nicht unbedingt sterben. Ich habe eine coole Idee. Wir gehen in Lukas. Da Lukas vergiftet ist, kann Lukas keine Paralyse mehr bekommen. Das heißt, ich kann den Safe hier einwechseln, mit Nahkampf ihn töten und dann stehe ich mit Lukas gegen Unbekannt und kann mit U-Turn auf egal welches Pokémon wechseln und dabei Schaden machen. Oder mit Nahkampf einfach Panferno opfern. Letztes Pokémon ist Galagladi. Galagladi hat Nahkampf und keinen Schwertanz. Er hat auch Schutzschild, um mein Gift auszustallen. Und mein Team ist sehr anfällig auch gegen Nahkampf bzw. vorbelastet. Aber den einen kriege ich ja wohl noch hin, oder? Wir chippen den jetzt an mit Flammenrad. Opfern Lukas. Und durch das Opfer von Lukas sinken seine Verteidigungswerte und Milotic kann mit Surfer finishen. Sehe ich das richtig? Ich denke schon. Paula! Protect. Wir sind hier noch tryhard, den Burn-Schaden ausstallt.
um auf den Nahkampf-Crit zu gehen oder so. Aber ich outspeede. Haben wir es geschafft? Das war's. Oh mein Gott, das war so spannend. Ich bin froh, dass es beendet ist, aber es war eine sehr coole Challenge. Also Burnlock in Platin ist ein cooler Run gewesen, finde ich. Wir können an der Stelle also festhalten, ich habe es geschafft, im vierten Versuch die Burnlock durchzuspielen, aber es war wirklich nicht einfach. Ich halte den Run hier für praktisch unmöglich, wenn man kein vernünftiges Team findet und vor allem Feuer-Pokémon sind extrem elementar. Das Problem ist aber halt, viele Feuer-Pokémon sind jetzt nicht unbedingt die krass spielstärksten und die haben auch nicht die beste Coverage der Welt. Ich habe wirklich lange gestruggelt bei dem Run hier und gerade die Niederlage gegen Theresa hat unglaublich wehgetan. Aber gut, am Ende des Tages konnte ich dann siegen und das taktische Opfer von Panferno am Ende hat, denke ich, auch Sinn gemacht. Beim Champfight noch auf Kampf alle Pokémon am Leben zu erhalten, obwohl der Run danach zu Ende ist, ergibt nicht wirklich Sinn. Ich denke, dass deswegen Opferungen durchaus eine gute Sache sind. Ja, und das war der Run. Ich würde sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde in Zukunft häufig diese Challenge Nuzlocke hochladen, also ich habe da noch sehr viele Ideen. Wenn ihr eigene Ideen habt, könnt ihr die sehr gerne in die Kommentare schreiben und eure Meinung zu diesem Run hier könnt ihr mir auch gerne posten, weil wir können Burnlocks gerne jederzeit wiederholen. Ich fand es einen sehr coolen Run. Aber gut, folgt mir sehr gerne auf Twitch, wo ich diese Runs hier regelmäßig live erspiele. Das würde mich persönlich sehr unterstützen und ihr könnt mir auch hier ein Abo dalassen, das würde mir auch helfen. Und da würde ich sagen, Leute, geht's bald weiter mit dem nächsten Challenge Run. Ich habe noch sehr, sehr viel geplant. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.